Na, der Begriff der friedlichen Revolution ist ja interessant, weil friedlich war er ja nur auf Seiten der Revolutionäre, sag ich mal, der Dissidenten und aller, die mit ihnen zusammen gegen die SED äh, protestiert haben. Staatlicherseits gab es keine Friedlichkeit. Da gab es noch ein paar Tage wirklich den Versuch, mit aller Gewalt diese aufmüpfigen Menschen zu disziplinieren. Damals hieß es, äh, es, jetzt kommt die chinesische lösung und damit war gemeint dass wenige monate zuvor ja der chinesische staat äh, tausende äh, junger protestierender menschen auf dem platz des himmlischen friedens ermordet hat. und die ddr regierung war die einzige die der chinesischen führung dazu gratuliert hat zu diesem vorgehen. Das haben wir auch ein, als ein Warnzeichen in unsere Richtung verstanden. Das heißt, die Friedlichkeit war keineswegs garantiert. Und das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass äh, seitens der Opposition dann auch eine große Bereitschaft dazu bestand, zu sagen: Wir setzen uns an einen Tisch und versuchen das, was am schlimmsten für uns ist, die Diktatur, die, die, der Anspruch auf Herrschaft einer einzelnen Partei, und so weiter und so fort da gab es da lagen ja viele Fragen auf dem Tisch das im Gespräch an einem Tisch zu ändern und nicht mit dem Risiko der Gewalt und deswegen gab es glaube ich auch dann auch eine große Bereitschaft als klar war die führende Partei SED und die anderen die sie da der Machtausübung unterstützt haben als die dazu bereit waren Gab, war das ja auch eine Erleichterung, wobei das bestimmt keine freudige Bereitschaft war. Aber sie waren in der Zeit schon so geschwächt, die SED und ihre Vasallen, dass sie für sich wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit gesehen haben, mit heiler Haut daraus zu kommen. Und außerdem, das habe ich aber erst im Nachhinein so gesehen, war die Zeit des Runden Tisches natürlich auch eine Möglichkeit, für die ehemaligen Machthaber hier und da ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Es war letztlich auch ein, ein ehemaliger russischer Kommunist, nämlich Gorbatschow, der Schluss gemacht hat mit diesem System, und zwar in der Sowjetunion selbst, und der uns die Chance eröffnete, sozusagen das erste Mal sozusagen auch das Angebot von Freiheit, was Gorbatschow ja vermittelt hat, auch an alle seine ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten für uns zu nutzen. Und die friedliche Revolution, Markiert sozusagen den Punkt, dass die Menschen das ja auch begriffen hatten. Die SED war völlig in der Enge, sie war in einem Dilemma, sie konnte das Problem alleine nicht lösen. Und sie war in einer Schwächephase. Deswegen sind die Leute sozusagen auf die Straße gegangen. Und ich für meine Begriffe, also lange bevor ich sozusagen Sozialdemokrat war, habe immer davon geträumt, dass wir in der ddr verhältnisse bekommen können wie sie für jede demokratie westlicher natur gang und gebe und normal sind also gewaltenteilung die grundrechte eingerichtet dass du überall freie wahlen hast. Dem demokratie heißt ja nicht jetzt passiert alles was mir gefällt. Ja? das haben vielleicht viele gedacht und deswegen waren sie dann so schrecklich enttäuscht dass die dinge doch mühsamer waren dass man um mehrheiten kämpfen muss dass auch kompromisse gefunden werden dass manches ganz anders läuft als man sich das erträumt hat. Aber das im Zentrum natürlich einer Demokratie steht, dass die politische Macht nicht etwas ist, was sich jemand greifen kann und behalten kann, sondern dass das Volk, also wir alle, die Menschen mit politischer Macht legitimieren. Und zwar durch freie Wahlen. De facto ist das die Forderung nach dem Ende der Diktatur. Denn wenn es freie und geheime Wahlen gibt, mit denen Macht legitimiert wird, dann ist die Diktatur am Ende. Die SED hat nie mit uns sprechen wollen. Die SED hat uns verboten, sie hat uns versucht, munter zu machen, sie hat uns unterdrückt. Und sie hat, wo sie es konnte, die, die Arbeit dieser Oppositionsgruppen eingedämmt. Ja, sie haben ja sogar Verhaftungsaktionen durchgeführt. Also wenn ich an die meine kirche denke, wenn ich an das Knüppeln denke, was am 7. Oktober stattgefunden hat. Also, äh, Aber sie hatte keinen Erfolg. Ne? Also diese Oppositionsbewegung, gerade in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre, wuchs ja sichtbar. Und die Opposition kam zu immer zunehmenden, zunehmenden Erfolgen. Und an dieser Stelle lenkte dann die SED ein. Die Krise, in der sich die Volkswirtschaft und das politische System befunden hat, das war den normalen DDR-Bürgern völlig offenbar. Aber jetzt kriegte es die SED sozusagen aufgrund von eigenen Analysen auch gewissermaßen noch amtlich. In dieser Situation war es die Opposition, die das Stichwort eines runden Tisches ins Gespräch brachte. Für uns war dieser runde Tisch. Ein Instrument, um den Machtübergang zu organisieren. Also äh, die, die, die Voraussetzungen für die ersten freien Wahlen zu schaffen, das ganze Ding zu terminieren. Äh, die neuen oppositionellen Gruppen und so weiter, den mussten ja auch zugelassen werden. Bis dahin waren wir ja verboten, wir waren ja sogar verfassungsfeindlich. Also es gab da Analysen, die hätten uns dann nach dem Recht der DDR an die Wand stellen können und erschießen können. Also so war ja die Situation in der damaligen Zeit. Also, das alles äh, musste der runde Tisch machen. Da gab es etliche Aufgaben, um die es ging. Äh, und, äh, die SED versuchte aber andererseits, und das war das Machtspielchen, uns mit in die Mitverantwortung für die Misere, die sie alleine zu verantworten hatten, gewissermaßen zu bringen. Der runde Tisch ist insofern nicht einfach nur ein Instrument des Übergangs, sondern er ist auch ein Ort des Kräftemessens zwischen den alten und den neuen Kräften. Und letztlich haben wir uns ja mehr oder weniger durchgesetzt. Also selbstverständlich ging es auch um, um Bürgerrechte, um Pressefreiheit, um Meinungsfreiheit, um Versammlungsfreiheit. Aber das stand eigentlich gar nicht mehr zur Debatte. Das hat sich ja dann schlagartig auch entwickelt, fast von alleine, muss man sagen. Aber, aber die Gewaltentrennung, die äh, Gesetze, die ermöglichen, dass der Einzelne auch Rechte gegenüber dem Staat hat, klagen kann sogar äh, gegen den Staat, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. All da, dafür mussten ja erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden. Das konnte der runde Tisch nicht leisten, das wussten wir. Deswegen war es wichtig, dass man ein vom Volk ermächtigtes Parlament hat, das dafür sorgt, dass all diese Grundrechte erstmal gesetzt sind und dann auch gesichert werden. Ich träumte auch davon, dass es wieder einen öffentlichen Diskurs gibt, dass man wieder öffentlich miteinander reden kann über die Probleme, die man haben, dass man nicht Angst haben muss haben, davor haben muss, dass man seine Meinung sagt, weil ohne diesen öffentlichen Diskurs sind diese ganzen Sachen nicht zu liegen. Aber Die Voraussetzung, dass das alles möglich wird, ist ein Staat, in dessen Mittelpunkt der Schutz der Freiheit des einzelnen Individuums liegt. Das war das Erste und das war die politische Aufgabe, vor der es ging. Und äh, das Symbol eines solchen Staates. Der Freiheit garantiert sind immer noch freie Wahlen. Bis heute. Naja, die meisten, die aus der Opposition stammten, waren schon für einen langsameren Weg in die deutsche Einheit, vor allen Dingen einen Weg, äh, über den Grundgesetz Artikel 146 und das meinte, es soll eine verfassungsgebende Versammlung geben, die dann von der aus wir in die deutsche Einheit gehen. Ich fand diesen Weg auch immer würdevoller. Ich habe ihn verteidigt, weil Verfassung heißt, heißt ja auch, man definiert sich neu. Man sagt, wir sind eine Gesellschaft, die Folgendes will, Folgendes nicht mehr will. Also das habe ich sehr verteidigt. Also ich war ja dann Mitglied der Volkskammer und da war ich dann da gab es schon ein paar sehr bittere momente das muss ich schon sagen aber äh, das hat auch damit zu tun dass wir zwar also der stefan und ich gehörten zwar zu den leuten die sich freiheit und demokratie ganz leidenschaftlich gewünscht haben aber lernen mussten wir sie dann auch erstmal wir hatten nie die erfahrung gemacht dass man, dass man für das was man durchsetzen will mehrheiten organisieren muss dass man Kompromisse schließen muss oder so. Unsere Leistung bestand darin, dass wir gegen ganz große Mehrheiten uns behauptet haben. Und dann zu akzeptieren, dass äh, die Mehrheit der Menschen in der DDR doch etwas andere Wünsche hatte als ich, da musste ich erst mal eine Weile ganz schön schlucken. Wir wären damals durchaus in der Lage gewesen, eine solche Verfassungsdebatte zu führen. Man hätte auch sagen können: Okay, jetzt schnell die deutsche Einheit, weil die Leute das so wollen. Dann aber wären wir in gesamtdeutschland eine verfassungsgebende Versammlung Einberufen, die sozusagen für dieses neue gesamte Deutschland nochmal schaut, äh, was brauchen wir für eine Grundlage. Die hätte sich gar nicht wesentlich vom Grundgesetz unterschieden, aber der Akt wäre sehr wichtig gewesen. Auch eine Volksabstimmung darüber. Das ist ja ein Akt des Selbstbewusstseins und auch der Selbstbestimmung. Das hätte ich mir gewünscht, das hätte uns auch gut getan. Ich denke, es ist bis heute möglich, wir könnten diese Debatte auch nochmal neu führen. Die Ostdeutschen insgesamt hatten sich, das kann man schon sagen, mit der friedlichen Revolution die Freiheit selbst erkämpft. Aber jetzt stehst du vor dem Emanzipationsprozess. Der ist riesengroß. Und das Rüstzeug dafür hat man ja im Grunde genommen nicht. Und die, die Aufgaben, also das erdrückte einen ja gewissermaßen fast. Es gab nicht sehr viele, die sagten, wir packen das an und wir ziehen das richtig durch, die das entsprechende Selbstbewusstsein hatten. Und das zeigt, ein Stück weit, dass dieser Demokratisierungsprozess, der keine Frage von Staat alleine ist, sondern immer auch eine Frage der Gesellschaft, des Einzelnen, nämlich dass ihm wichtig ist, worum es da geht, dass er seine um seine Freiheit kämpfen muss, dass er selbstbewusst braucht, dass er Courage braucht, dass er bereit sein muss, sich einzumischen, dass, öffentliche, dass die öffentliche Dimension, die ein Teil seines eigenen Lebens ist, von ihm mitgestaltet werden soll, dass er nicht einfach sagt, die müssen das da machen, sondern sagt, ich will da mitreden. All das war nicht geübt und umso wichtiger wäre es gewesen, den Prozess der Demokratisierung dann auch anschließend, was die Gesellschaft betrifft, voranzutreiben. das ist eine herausforderung an pädagogen in unserem land auch an journalisten natürlich an politiker sowieso dass wir für ein klima des offenen meinungsstreits und, äh, sorgen und äh, auch dafür dass wir miteinander die werte die wir haben wertschätzen und auch verteidigen. politik gestalten hat nichts mit anpassung zu tun insofern muss man natürlich im Nachhinein sagen, wäre der große Vorteil eines verfassungsgebenden Prozesses gewesen, dass die Grundwerte, auf denen der Moderne, unser modernes Gemeinwesen berührt, auch ruckgekoppelt werden. Und dass man mal mit den Leuten vor Ort darüber diskutiert hätte, warum es denn wichtig ist, dass man einen Asylparagraf hat. Was es dann bedeutet, dass alle Menschen gleich sind. Dass auch die Ausländer mit dazugehören. Das wäre ein Schritt gewesen, der gewissermaßen notwendig ist. Ich wäre nicht einverstanden, wenn wir alles an, zur Disposition stellen, was es bei uns an Rechten, auch an, an Minderheitenrechten gibt. Auf dem Boden unseres Grundgesetzes, dass die Rechte aller Menschen sichert, finde ich, kann man diskutieren, in welcher Gestalt das heute umgesetzt wird und was wir dafür brauchen. Und so, aber ich würde sozusagen den, den Sack nicht so weit aufschnüren, dass wir all diese Grundrechte, die wir haben und die wir brauchen, zur Disposition stellen. Man braucht eine ganze Menge Mut, um etwas zu sagen, was abweicht von der Meinung der anderen. Und ich finde, dass man das gar nicht früh genug trainieren kann, sich mal hinzustellen und sagen: Ich sehe das anders als ihr. Auch wenn man noch nicht gar nicht weiß, was passiert. Also der Mut zur eigenen Meinung und dann auch zur eigenen Haltung ist etwas, was vielleicht am Anfang ungewohnt und fremd ist aber ich sag mal aus erfahrung man ist dann viel glücklicher wenn man bei sich ist und bei dem wovon man selbst überzeugt ist und wenn man dafür auch was tut das ist nicht das bequemste leben aber ich finde es ist das glücklichste leben bekennt euch zu euch selbst lasst euch nicht mundtot machen lasst euch von niemand anderen sagen was ihr zu denken und was ihr zu sagen habt das müsst ihr ganz alleine entscheiden das ist sicher schwierig an manchen stellen und versucht das leben so zu leben wie ihr es für euch gestalten wollt und seht in den anderen Menschen eure Partner, die das ganz genau so wollen, wie ihr das auch wollt, mit denen man klarkommen kann und klarkommen muss, mit denen man auch manchmal eine gemeinsame Sprache sprechen muss. Aber verleugnet euch nie. Das ist die, sich verleugnen zu lassen, sich unterdrücken zu lassen, das ist der Kitt, auf dem fremde Herrschaften bestehen, von denen die, von denen die gewissermaßen profitieren. Und wenn es auch noch so schwierig ist, verleugnet euch an keiner Stelle.